Heute mache ich einen Dutt für zwei Haarstäbe. Ich verwende dafür verbundene Stäbe. Wie genau diese in die Frisur kommen, zeige ich euch jetzt. Ich habe schon mal einen Pferdeschwanz mittig am Hinterkopf gemacht. Die zwei einzelnen Stäbe stecke ich nun wie gezeigt schräg von rechts und links hinter den Haargummi. Überprüft eventuell mit einem Blick in den Spiegel, ob die Stäbe gleichmäßig schräg sind, denn mir gelingt das manchmal nicht auf Anhieb. Teilt die Haare nun in zwei möglichst gleich große Stränge. Einen davon lege ich nach vorn über die Schulter und den anderen beginne ich zu verweben. Führt die Strähne zunächst von unten nach oben, hinter dem Stabende rechts unten vorbei. Jetzt über die Mitte zur Spitze des Stabes und wieder von unten nach oben hinten herumführen. Den Rest der Strähne wickle ich nun im Uhrzeigersinn möglichst stramm außen herum. Die Spitzen fixiere ich jetzt gerne noch mit ein oder zwei U-förmigen Haarnadeln. Das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Haarsträhne und dem zweiten Haarstab. Führt die Haare zunächst von unten nach oben hinter dem linken Stabende vorbei. Jetzt wieder über die Mitte und von unten nach oben hinter dem Stab vorbei. Wie ihr sehen könnt, legen wir dabei mit den Haaren eine nicht ganz vollständige Acht. Den Rest der Haare wickeln wir wieder außen herum, diesmal entgegen dem Uhrzeigersinn. Auch hier fixiere ich die Spitzen mit ein paar Haarnadeln. Ihr könnt die Frisur auch so tragen, aber ich komme jetzt zum Teil mit den verbundenen Haarstäben. Hierzu bringe ich das Mittelstück mit den Karabinern an den dafür vorgesehenen Ösen an. Aber anstatt die restlichen Spitzen einfach außen herum zu wickeln, könnt ihr die Haare auch mehrfach zu acht legen. Das zeige ich euch jetzt kurz. Der Anfang ist derselbe. Pferdeschwanz machen, Haarstäbe platzieren und die Haare in zwei Partien aufteilen. Zuerst wickeln wir wie eben. Unten hinter dem Stab vorbei, über die Mitte zur Stabspitze. Doch anstatt den Strang jetzt außen herum zu legen, führe ich ihn wieder nach unten und wiederhole die Achterform noch einmal. Macht das so lange, bis ihr nur noch ein kurzes Stück Spitzen übrig habt und steckt diese dann unter den Dutt.
Genau das gleiche nur noch mit dem anderen Strang. Legt den Strang so lange zur 8, bis ihr das Ende erreicht habt. Auch hier bringe ich nun mit den Karabinern das Mittelstück an. Das geht jetzt ein Stück schwieriger, da die Ösen fast im Dutt verschwunden sind. Das ist eine Variante, die bei dünneren Haaren vermutlich schöner aussehen würde, da das Muster besser zur Geltung kommen würde. Aber probiert aus, mit welcher ihr besser zurechtkommt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei!